Herr Rose, was sind für Sie die Gründe für das Aus und für die Niederlage? Dass der Gegner in den entscheidenden Situationen konsequenter und kompromissloser war. Gibt es weitere Fragen? Boa noite, Marco Rose. Apostou em jogadores com muita mobilidade na frente de ataque. O que é que pretendeu com essa estratégia? Ja, Mobilität. Wir hatten heute in der vordersten Linie sehr viel Fußball mit Renier, der sehr gut trainiert hat. Haben einen Spieler gehabt, der zum ersten Mal in der Champions League von Anfang an gespielt hat. Ich glaube, dass wir insgesamt auch ganz ordentlich im Spiel waren. Aber nochmal, am Ende zählen Tore und Gegentore. Und dort haben wir heute zu einfache Gegentore bekommen. Und selber dann einfach auch vor allen Dingen erste Halbzeit zu wenig in der Endkonsequenz nach vorne entwickelt. Marco, du hast gerade schon angesprochen, dass der Gegner in den entscheidenden Situationen konsequenter und kompromissloser war. Wie schwierig ist es dann für dich als Trainer, solche Momente wie vor dem 1:0, wo Nico Schulz nicht kompromisslos und konsequent verteidigt, oder auch vor dem 2:0, wo Renier zu weit weg ist von seinem Gegenspieler? Wie schwer ist das dann in solchen wichtigen Spielen für dich zu akzeptieren, dass sowas bei den Spielern fehlt? Also grundsätzlich bin ich Teil der Mannschaft und wir haben vor dem Spiel darüber geredet, dass das ein Endspiel ist, ein Entscheidungsspiel, und in solchen Spielen darfst du noch weniger Fehler machen, und wir haben zu viele Fehler gemacht. Nochmal, es ist relativ einfach, Kompromisslosigkeit beim Gegner in zwei Situationen, erste Halbzeit Richtung unser Tor und einfach mehr Konsequenz in allem. Wir haben nicht konsequent genug verteidigt, nicht gut genug verteidigt in den Situationen. Und der Gegner hat es dann einfach ausgenutzt. Und das ist was, an dem wir arbeiten müssen. Das bezahlen wir heute mehr als bitter mit dem Ausscheiden in der Champions League. Es war ein klares Ziel, in die nächste Runde zu kommen, in der Champions League zu überwintern. Es ist wichtig, dass wir das jetzt für uns so mitnehmen. Auch darüber reden und dort besser werden in den Bereichen. Wir müssen, und da haben wir aber auch schon gestern in der PK drüber geredet, glaube ich, und auch schon nach dem Stuttgart-Spiel, wir müssen besser werden. Wie fällt denn die Bewertung zur roten Karte gegen Emre Can aus? Ich habe es noch nicht so nah gesehen, dass ich irgendwas dazu sagen kann. Ich habe gehört, dass es überzogen ist. Ich habe auch gehört schon, dass es vor allen Dingen natürlich vom Schiedsrichter, dass es relativ eindeutig ist, auch nach Prüfung vom VAR. Fakt ist, dass wir den Schiedsrichter nicht versuchen oder in so eine Situation kommen lassen sollten, dass er das entscheiden muss. Einfach weglassen, und dann spielen wir in Gleichzahl weiter. Ich glaube, in einer Phase, wo wir echt auch dann zweite Halbzeit am Drücker waren, wo wir noch ein paar Minuten zu spielen hatten und möglicherweise die Chance dann haben, über ein Tor nochmal komplett zurückzukommen ins Spiel. Weil das war heute schon da. Wir waren über 90 Minuten grundsätzlich im Spiel. Wir hatten mehr den Ball, wir hatten anständige Ballgewinne. Aber nochmal, die Tore werden gemacht im gegnerischen 16er, und Tore verhindert man im eigenen 16er. Und dort war der Gegner heute klar besser als hier. Gibt es noch Fragen? Dann bitte ich um euer Handzeichen. Gehen einmal hier vorne hin. Herr Rose, Rafael Guerreiro ist kurzfristig ausgefallen. Hatte sich das angedeutet oder kam es dann aus heiterem Himmel? Und wie erklären Sie sich die erneuten muskulären Probleme? Ja, wenn sie es angedeutet hätte, dann hätten wir vorher schon möglicherweise reagiert. Rafa kam vom Warm-up rein und hat die muskulären Probleme angegeben. Und wo die jetzt herkommen, er hat sich warm gemacht. Er hatte ein Spiel am Wochenende, dort haben wir ihn nach 60 Minuten rausgenommen, weil wir die Belastung steuern wollten. Heute war das ein ähnlicher Plan, aber es ist jetzt gar nicht dazu gekommen. Und dann haben wir Nico reingeworfen, der gerade 2 Tage im Training war und
Der Wechsel war dann auch eher darin begründet zur Pause, dass Nico einfach ja, merklich schon dann Richtung Ende erster Halbzeit nachgelassen hat, was Physis betrifft. Bedeutet, auch ihn müssen wir dann erstmal wieder ranführen. Ja, Marco, ihr kassiert im Moment unheimlich viele Tiefschläge, die, glaube ich, dann auch wehtun. Also heute die Verletzung von Rafa vor dem Anpfiff, das Gegentor zum 0-1, das Ausscheiden generell. Was kannst du als Trainer dafür tun, dass jetzt aus diesen ganzen Frustmomenten nicht sowas wie Resignation wird bei dem einen oder anderen? Ja, Punkt 1 gibt es dafür keinen Grund. Und Punkt 2 ist es unsere Pflicht, nicht zu resignieren. Weil wir haben ja heute wieder gesehen, wie unsere Fans uns unterstützt haben, wie viel Zuschauer hier waren. Und wir hatten ja auch ein paar lichte Momente in den letzten Wochen, auch in einer schwierigen Situation. Fakt ist, dass wir daran arbeiten müssen, als Gruppe insgesamt konstanter zu werden, konsequenter zu werden, auch mit Ausfällen. Mein Gott, dann ist es so, dann fallen die Spieler halt aus. Dann haben wir einen großen Kader, andere Jungs können sich zeigen. Ich finde, Renier hat heute das fürs erste Mal Champions League sehr, sehr ordentlich gemacht. Wir müssen konsequenter, kompromissloser werden. Ich glaube, die Worte habe ich jetzt mehrfach in der Pressekonferenz verwendet. Wir müssen konstanter werden in unseren Leistungen. Und am Ende war es hier heute unser Anspruch, herzukommen in diesem Endspiel und in die nächste Runde einzuziehen. Und daran hat sich auch grundsätzlich nichts geändert, nur haben wir es nicht geschafft. Und das ist sehr enttäuschend. Oliver Müller? Hat sich erledigt. Okay, dann wir hätten noch Zeit für eine Frage. Wenn jemand noch eine hat, dann sehr gern. Wir gehen einmal ganz nach hinten. Boa noite, Felipe Martins para o 00. É uma jornada do final da fase de grupos. O grupo está decidido. Perguntava-lhe se acha que as contas foram bem feitas e se... Se acha que... perdi aqui o áudio. Eu queria lhe perguntar a uma jornada da final da fase de grupos se considera que estes lugares, o terceiro lugar para o Dortmund e o segundo lugar para o Sporting, são justos, atendendo aos jogos das duas equipas. Obrigado. In der Summe ist Fußball sehr gerecht und Sporting hat sich das Ergebnis verdient, weil sie einfach ihre Umschaltmöglichkeiten genutzt haben, wie über einen einfachen Ball in Führung gegangen sind, weil sie mit allem, was sie hatten, kompromisslos, ich habe es gerade den deutschen Kollegen gesagt, auf Tore gegangen sind, ihr eigenes Tor verteidigt haben mit allem, was sie hatten und dann interessiert nicht, wie viel Ballbesitz du zwischendrin hattest oder wie viele Torschüsse mehr oder irgendwelche Statistiken, sondern in den entscheidenden Statistiken hat Sporting sich den Sieg heute verdient und ist damit zu Recht auch eine Runde weiter. Vielen Dank. Einen schönen Abend noch den portugiesischen Journalisten, den Deutschen auch eine gute Rückreise, sofern sie nicht mit uns zurückreisen. Danke. Bis dann. Tschüss.